Thank you for invitation. I'm graphic designer. I have an agency in Lausanne and in Bern. We are doing like classical graphic design, books design, logo design, but we're also doing information design, data visualization, and I am the leader of the CAS Certificate of Advanced Studies for data visualization in Bern at the HKB Hochschule der Künste. Maybe you already heard about. So if you are interested in doing a formation in data design, let's talk. Ich wechsle auf Deutsch. Ich hoffe, das ist okay. Ich möchte auch gerade, wenn Fragen da sind oder Kommentare, bitte einfach das gerade direkt reinwerfen. Und da geht es am Ende Fragerunde, weiß ich nicht. Ich würde es handhaben. Flexibel wahrscheinlich. Ich beginne mit dem Wort, das ist jetzt schon ein bisschen älter, Wort des Jahres 2015. Das Projekt, vielleicht ein bisschen zum Kontext kurz, ist entstanden in meiner Dissertation, die ich in Archäologie gemacht habe. Also ich bin eigentlich Gestalter und ich komme von einer Hochschule und seit 5 Jahren kann man in Kollaboration mit der Uni Bern eine DIS machen. Und ich war in dem Forschungsprojekt an der Hochschule der Künste tätig, war interessiert an längeren Projekten, Visualisierungsprojekten und habe da eben Forschungsprojekte initiiert und wollte dann eben mal mein eigenes Projekt machen. So bin ich dann zur Uni und habe mich so ein bisschen umgesehen. Das war mein Job, einfach mal zu schauen, ja, wer will mich, welcher Dozent interessiert sich oder geht das Risiko ein. Ich glaube, das war der größte Punkt. Und die Archäologen sind das Risiko eingegangen mit mir. Das ist ein relativ kleines Feld vor der asiatischen Archäologie. Und so bin ich dann eigentlich durch ein SNF-Projekt 3 Jahre genau gefördert worden für dieses Projekt, das ich oder ein Teil davon, das ich euch jetzt zeige. Das ist ein sehr angewandtes Projekt und das war ein großer Kampf mit der Uni, eben ja, Theorie und Design zu verbinden. Und ich habe mich ganz klar Statement dafür entschieden, eben einen praktischen Teil zu machen, der im Grunde eigentlich nicht bewertet wurde, sondern eben nur der Theorie-Teil. Aber mir war das wichtig, das war für mich so ein Statement und auch weil ich Gestalter bin. Und eben gerade ganz zu Beginn dieser Arbeit habe ich dieses Wort gefunden, eben vom Oxford Dictionary, das Wort 2015. Das war eben kein Wort, sondern es war ein Emoji. Und es war für mich so, hey, danke, super Start für mich, weil es mir auch gezeigt hat, hey, Worte oder werden nach und nach so ein bisschen gleichwertig wie Bilder, wie kleine Icons, wie Piktogramme, wie die Emojis, die wir jetzt bei jedem Text eigentlich einbinden in den Text. Und das war für mich eigentlich so, ja, eigentlich auch Motivation zu sagen, hey, ich geh dort damit weiter. Und das führt dann gleich zu meinem Titel meines Vortrags, nämlich Miniaturinfografiken und eben die Reduktion von Komplexität in einer sehr extremen Form, nämlich eben in Form von Piktogrammen. Und ich zeige euch gleich, warum ich finde, dass Piktogramme eine Art von Informationsgrafiken sind und wie ich die dann auch verwendet habe in komplexeren Datenvisualisierungen. Vielleicht etwas zum Kontext dieses Forschungsprojektes. Das war ein, also ich habe mit der Vorderasiatischen Archäologie in Bern zusammengearbeitet und wir hatten eine Grabung und diese Grabung war in der Türkei, in Sirkeli, das ist relativ weit unten, nahe Syrien. Und das war so mein Forschungsgebiet oder mein Forschungshügel. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein Hügel, der ist ungefähr 300 mal 400 Meter groß. Und das ist ein künstlicher Hügel. Also wenn man den abbaut, dann hat man die Schichten, also die archäologischen Schichten eben abgebaut und dann gibt es den Hügel nicht mehr. Also ich fand das relativ eindrücklich zu sehen. Das ist aufgestaute Geschichte eigentlich. Und die haben vor ein paar Jahren dort angefangen zu graben. Das sieht man so ein bisschen hier. All die kleinen Felder, das sind so Meter, ja, 2 auf 2 Meter Felder, wo man einfach so wie einen Schnitt runtergräbt und schaut, was findet man da. Und was findet man da? Also man kennt ja das von Museen, man findet Baubefunde, also Architektur. Das ist das, was, wenn man es abträgt, einfach nicht mehr da ist. Das heißt, man muss es sehr gut dokumentieren
fotografieren. Es wird nach wie vor gezeichnet, also von Hand gezeichnet. Es werden Kleinfunde gefunden, also Objekte, Gegenstände und Keramik, massenweise Keramik, Keramikscherben. Das sind so die drei Kategorien, wie das die Archäologen so unterteilen. Und das waren eigentlich meine Ausgangslage, meine Daten. Und die werden in der Form dokumentiert. Und ich bin es gewohnt, Daten zu visualisieren, die haben zumindest ein bisschen mit Zahlen zu tun und war dann doch relativ, also das war für mich ein neues Feld, nämlich die qualitative Datenvisualisierung. Nämlich eben die Ausgangslage zu ganz unterschiedlichen Daten, also auch Datenqualität zu haben, Datenformate zu haben. Und meine Aufgabe war es eigentlich jetzt, diese Daten zusammenzubringen. Weil es nach wie vor so ist, dass beispielsweise in einer Publikation die Baubefunde, also die Architektur, die Pläne und die Funde, die Gegenstände getrennt kommuniziert, vermittelt werden, publiziert werden. Und meine Aufgabe sah ich darin, eben diese Daten zusammenzubringen, zu verbinden. Um eben, und das war so meine generelle Frage, wie kann ich solches Material visualisieren, um es dann vergleichen zu können? Und da es ein Forschungsprojekt war und ich den Luxus hatte, und das muss ich eben als Gestalter mit einem Büro ganz klar sagen, das war ein Luxus zu sagen, hey, ich habe mal vielleicht 3 Monate Zeit, überhaupt meine Daten zu analysieren. Also normalerweise ist es so, ah, also morgen, gut, das kriege ich hin. Und da hatte ich einfach sehr viel mehr Zeit. Habe ich deshalb auch eine Feldforschung gemacht. Und als Grafiker, als Gestalter ist man ja immer bei einem, oder bei einer Visualisierung auch, immer als Externer kommt man in ein Projekt hinein mit Daten, die man eigentlich nicht kennt. Also das ist unser Daily Business als Gestalter, ob man ein Logo macht oder ein Buch gestaltet oder eine Visualisierung macht. Man hat immer das Thema, das man eigentlich nicht kennt. Und ich glaube, das war auch mein Vorteil an diesem Projekt. Ich bin auch heute noch kein Archäologe. Also war es meine Aufgabe, überhaupt zu schauen, ja, was braucht es denn eigentlich? Und ich habe dann eben, ich war auf Grabung, ich habe eine Feldforschung gemacht in Sirkeli während ein paar Wochen. Ich habe mit Archäologen zusammengearbeitet, sehr eng zusammengearbeitet. Ich habe 5 Testphasen durchlaufen mit dem Projekt und ich habe Designanalysen gemacht und das zeige ich euch jetzt ganz, ganz kurz. Und natürlich viele Interviews geführt. Einfach eigentlich, um zu überprüfen, ob meine Fragestellung, das Interesse, das da ist, auch validiert werden kann. Und wir nennen das Designanalysen, das habt ihr vielleicht auch schon gehört. Das heißt, wir nutzen eigentlich das Material. Also ich habe beispielsweise Publikationen angeschaut und geguckt, ja, wie vermitteln die, wie kommunizieren die ihre Ergebnisse. Und gerade an der Uni, in der Forschung ist es immer, leider kommt es ein bisschen zu kurz, aber es ist nach wie vor immer sehr wichtig, dass man eben die Daten oder die Ergebnisse, die Erkenntnisse auch vermittelt, kommuniziert. Und das war so auch ein bisschen mein Ausgangslage. Und das ist so die Art von, ich sage jetzt mal, Visualisierung oder das höchste der Gefühle an Visualisierungen, die ich in diesen Publikationen gefunden habe. Ich habe dann auch ganz viele Folienpräsentationen untersucht, weil ein Teil ist Publikation, der zweite Teil sind Vorträge, wissenschaftliche Vorträge. Und ich habe mir angeschaut, ja, mit was für Material kommunizieren die. Und habe dann, das sieht man vielleicht jetzt nicht so gut, rot, einfach mal eingefärbt auf den Folien, was ist Bild und blau eingefärbt, was ist Text. Und einfach mal geschaut, wie ist eigentlich das Verhältnis. Und dann habe ich das für eine Person gemacht, also für eine Präsentation und das eben ganz für ganz viele Präsentationen. Und das ist eine Form eigentlich der Datenanalyse, aber als ja eigentlich bereits mit visuellen Mitteln. Also ich hätte das einfach statistisch ausrechnen können und hätte dann eine Zahl gehabt. Aber mir war es eben wichtig zu schauen, ja, gibt es irgendwelche Muster? Also gibt es beispielsweise Typ von Präsentationen, wo nur mit Bild gearbeitet wird oder wo viel mehr mit Text gearbeitet wird und so weiter. Also grundsätzlich kann man sagen, Archäologen oder kommunizieren sehr stark visuell. Ich gehe jetzt hier nicht weiter ins Detail. Was ich dann geschaut habe auf eine zweite Ebene, ist, mit was für Bilder arbeiten sie dann oder kommunizieren. Und sieht man, ja doch, man sieht einen Unterschied. Sie arbeiten sehr stark eben mit Karten und Plänen, also eben für die Architektur, für die Baulandschaft zu visualisieren, mit Fotos, das ist vor allem für die Fundbeschreibung und mit Zeichnungen. Ich habe mir auch als eine weitere Analyse angeschaut, wie
zeigen Archäologen etwas. Ich nenne das deiktische Zeichen, eben mit Pfeilen, sie umkreisen eine Information, oder das finde ich ein spannendes Beispiel. Sie nehmen eigentlich das Foto von der vom Bauplan, also von der Architektur, vom Baubefund und legen die Funde eigentlich da drauf, wo sie waren, in welche Richtung. Also ich fand das eigentlich als Methode der Datenvisualisierung noch ein spannender Ansatz, ohne dass sie das so empfunden haben. Und habe dann auch wieder jede Folie mit diesen deiktischen Zeichen extrahiert oder diese deiktischen Zeichen extrahiert und habe dann versucht, diese zu kategorisieren und Gruppen zu bilden. Eben hier ist es meistens, da wird visualisiert eher Zonen und Gebiete, da wird auf etwas gezeigt, auch hier. Und man sieht grundsätzlich bei diesen Arten von Visualisierungstypen, dass das sehr allgemein gehalten wird. Also man sagt jetzt nicht, hier wurde diese Vase von Typ so und so gefunden, sondern da wird einfach ein Pfeil oder ein Kreuz oder ein Punkt gemacht. Danach ist dann eine Legende und wir arbeiten sehr viel mit Kreisen, Dreiecken und 50.000 Farben. Also es war Bedarf da, Ihnen ein Mittel oder ein Tool zur Verfügung zu stellen, damit Sie eben solche Sachen auch präziser visualisieren können. So, danach, nach dieser doch sehr intensiven Analysephase, aber für mich so, das war dann für mich eigentlich der Start, zu sagen, hey, was brauchen die Leute? Die Leute, die Archäologen, die brauchen ein designunabhängiges Tool. Das ist auch immer wieder Thema bei uns im Daily Business. Wir machen was und die Leute würden dann eben gerne ab und zu auch einfach unabhängig sein. Oder die haben, wir haben jetzt gerade drüber geredet, eine PowerPoint-Präsentation, schlechtes Beispiel, wir wollen keine PowerPoint-Präsentation machen. Die haben dann ganz kurzfristig noch eine Änderung und wir müssen dann immer relativ schnell reagieren. Das ist bei den Archäologen auch so. Die wollen einfach ein unabhängiges Tool, sonst funktioniert das nicht. Also vom Budget her, die haben nicht die Möglichkeit, einen Archäologen oder einen Designer anzustellen und die müssen einfach flexibel arbeiten können. Dann braucht es, wie wir gesehen haben, bei den Karten, Plänen, Fotos und Befunden eine einheitliche Bildsprache. Und es braucht eigentlich eine Methode, eben um Funde und Befunde, also Architektur und Funde, gemeinsam zu kartieren. Und eben diese auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt gewesen, nutzbar in Text und Bild zu machen, als Beispiel schon eine Karte, aber eben auch in einem Text. Und das hat auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, es muss eine Visualisierung sein oder eine Methode sein, die sehr klein funktioniert, auf eben Karten, wenn man etwas visualisieren will, zeigen will. Und bin dann eigentlich durch diese Liste zu den Piktogrammen gekommen. Was das deshalb so ein bisschen nachgelagert für mich auch noch wichtig war, auch der Wissenschaft mal zu zeigen, hey, wir Gestalter können euch eigentlich einen Mehrwert liefern in der Visualisierung, in der Kommunikation von Wissen, also von wissenschaftlichen Ergebnissen. Und ich würde eigentlich gerne nach wie vor das Informationsdesign stärker auch in den Geisteswissenschaften festigen. Deshalb auch ein Projekt, das eben eher mit qualitativen Daten arbeitet. Wie gesagt, ich habe Piktogramme gestaltet und damit eben dieses Tool auch unabhängig von mir funktioniert, musste es Buchstaben haben. Also ich habe eine Schrift entwickelt eigentlich. Und das ist erst so ein bisschen mit der Zeit gekommen, weil ich diese Piktogramme, es waren dann sehr viele Piktogramme, irgendwie gruppieren wollte und überlegt habe, wie kann ich die eigentlich dem Archäologen als Tool übergeben. Oder da kann man schon irgendwie mit, also die haben auch Illustrator, die Copy-Paste und so, aber habe gemerkt, hey, eine Schrift ist eigentlich genau das, was wir brauchen. Und deshalb habe ich dann die Piktogramme und die Schriftzeichen gestaltet und daraus ist dann eine Schrift entstanden, die heißt jetzt Diglu, das ist so eben ein Begriff oder aus der Archäologie. Und ich habe dann für ganz ein spezifisches Projekt angefangen, diese Piktogramme zu zeichnen. Also für eine Vase, für eine Scherbe, für einen Reibstein und so weiter, also für ein Webgewicht, Entschuldigung. Und bin dann auf aktuell ungefähr 300 bis 400 Piktogrammen gekommen. Hier sieht man zum Beispiel eben dieses Webgewicht für die Funde, also für die Gegenstände. Für die Befunde, also für die Schichten, Erdschichten, Sand, Stein, Mauer und so weiter. Und das Piktogramm ist eigentlich ein Zeichen, das geht bis hier. Und wenn man das repetiert und ohne oder
Schriftpunkt 12 und Zeilenabstand 12 macht, dann gibt es wie ein Muster eigentlich. Und aktuell sind wir jetzt dran, das haben wir auch gemerkt, zu zeigen, hey, wir brauchen nicht nur eine Regula, das war der Teil meiner Diss, wo ich die Piktogramme eben optisch so, also zuerst die Piktogramme gestaltet habe und optisch geschaut habe, dass die Typo dann damit einhergeht, dass der Grauwert und auch die Form, die sehr geometrische Form der Schrift zusammengeht. Aber wir brauchen eben auch die anderen Schriftschnitte, weil die Schrift ja auch als Textschrift verwendet werden soll. Und das Gleiche, das ist ebenfalls jetzt ein ongoing Project für die Piktogramme. Was ich jetzt eigentlich zeigen will, und deshalb komme ich so auf die Datenvisualisierung zurück, wir haben sehr viele, oder ich habe sehr viele Typografie, aber eben auch Datenvisualisierungsprinzipien angewendet beim Zeichnen von diesen Piktogrammen. Und das ist so ein Krit oder Auszug von meinem Kriterienraster, den ich hatte, wo ich immer wieder drauf geschaut habe, als ich Piktogramme gezeichnet habe. Und eben, die Piktogramme müssen neutral sein, sie müssen aber gut differenzierbar sein, sie müssen eindeutig sein, eben auch in ganz klein, noch gut lesbar. Und das war so ein bisschen der größte Challenge. Also die Piktogramme sollen als Legende noch lesbar sein. Das heißt, für mich definiert Schriftpunkt 6,5, das macht eine Höhe von 2,3 mm. Und bei 500 Piktogrammen muss man einfach sich überlegen, wie kann ich die genügend differenzieren, visualisieren, um die gut dann auch noch zu unterscheiden. Wie bereits gesagt, habe ich zuerst die Piktogramme gestaltet und dann auf die oder diese Prinzipien auf die Schrift angewendet, also schriftdicke Form, geometrische Formen und so weiter. Aber habe eben auch Datenvisualisierungsprinzipien angewendet, wie dieses Data Ink Ratio, das von Tufti kommt, das kennt ihr vermutlich, wo Tufti sagt eben, man soll alle Daten, die visualisiert werden, oder alle Ink, also alle Tinte, die man verwendet, soll Daten visualisieren. Und das ist dann eigentlich das schlechte Beispiel und das wäre das gute Beispiel. Weil dieses Raster, dieser Hintergrund, diese Farbe, dieses ja, diese Legenden und so weiter, die braucht es nicht. Und die helfen beim Lesen einfach nicht. Also habe ich das dann versucht, auf meine Piktogramme anzuwenden. Ich hatte ebenfalls wie so ein Raster, das war mein Grundlinie oder mein Grundraster und habe aber dann versucht, so einfach wie möglich zu zeichnen. Und mir jedes Mal, und das ist bei der Datenvisualisierung auch so, überlegt, was oder wie stark kann ich reduzieren, um das noch als Haus zu sehen. Und das hat mir dann geholfen, als ich eben wie so ganz simple geometrische Formen für mich definiert habe, nämlich Kreis, Viereck und Dreieck und wurde dadurch extrem auch eingeschränkt in der Gestaltung. Und habe dann eben auch eben Reduktion der Komplexität als ein Prinzip der Datenvisualisierung, also wie stark kann ich eine Information eben reduzieren oder abstrahieren. Und dass die Piktogramme dann beispielsweise auf einer Karte oder als man das kartieren kann, habe ich oder war der Grauwert sehr wichtig. Alle diese Piktogramme müssen den gleichen Grauwert haben wie aus der Typografie. Das ist ein Wert aus der Typografie. Kein Icon darf dunkler wirken, stärker präsent sein. Wenn all die Piktogramme kartiert werden auf einer Karte, würde das dann zu stark hervortreten und eine Fehlinformation generieren. Wenn man das möchte und werten will, kann man später eben sagen, ich mache ein Light-Piktogramm oder ich mache ein Ultra-Bold-Piktogramm und kann man so variieren. Aber sonst darf kein Piktogramm da hervorstechen. Ein weiteres Prinzip der Visualisierung war die Übertreibung. Also das ist eigentlich mein Gefäß, meine Vase, aber wenn die ganz klein ist und dieser Henkel von dieser Vase eben relevant ist, habe ich die eben viel größer gezeichnet, beispielsweise. In der Archäologie ist ebenfalls ein großes Thema diese, also es ist so der Running Gag ist so maybe, maybe not. In der Archäologie weiß man oft einfach nicht, ist es jetzt eine Vase oder ein Krug oder. Und deshalb waren diese Junktoren, also Adjunktoren mit diesem Strich, diese Verbindungslinie oder dieses oder ein sehr wichtiges Element, um Piktogramme zu verbinden und eben zu sagen, das ist ein Krug und der ist aus Keramik.
Oder es ist eben nur ein Krug und ich weiß nicht, aus welchem Material, dann kann man das ganz gut weglassen. Oder eben ist es eine Vase oder ein Krug und so weiter. Auch das Fragmentarische war sehr wichtig. Man findet sehr selten ganze Gefäße und da muss ich mir überlegen, ja, wie zeige ich dann das? Oder, also manchmal findet man eben nur von einem Gefäß nur einen Teil davon, aber ich konnte, wenn ich jetzt hier einen Strich gezogen hätte, würde man das als vielleicht eine Figur interpretieren. Ich musste also mir überlegen, wie kann ich das zeigen als Fragment. Und ein weiteres Element aus der Typografie, das sind die Accents, also die Diakritika, die ich übernommen habe. Was macht, dass ich jetzt aber eigentlich über jedem Gefäß oder über jedem, ja, vor allem Gefäß, also vor allem Keramik, wieso Diakritika hinzufügen kann. Also ich zeichne zuerst das Piktogramm und sage dann, es ist aus Keramik oder ist es aus Ton, es ist ein kleines oder großes Gefäß. Die werden dann wieder hinzugefügt. Und wie aus der Typografie war das Spacing sehr wichtig. Also am Ende bei dieser, von dieser Serie von Piktogrammen habe ich dann geschaut, wenn das Spacing, das kennen die Designer, A, V, die müssen dann näher zusammen sein. Und das ist bei den Piktogrammen genauso. Und da eigentlich die Schriftzeichen eben eingebettet waren in ein Schrifttool, konnte ich das anpassen. Wie habe ich das jetzt angewendet? Also ich sage nach wie vor, die Visualisierung oder die Piktogramme sind für mich Visualisierungen. Das ist bestimmt so ein bisschen provokativ, oder? Dann sind wir plötzlich alle Infodesigner, aber ich finde das eigentlich, ja, das sind Informationsgrafiken oder Datenvisualisierung. Und jedes dieser Piktogramme hatte eben einen Unicode. Ich habe das dann, wenn man das beispielsweise in InDesign oder Illustrator sind da die Buchstaben, aber eben auch alle Piktogramme. Also die kann man dann wie auswählen und damit schreiben zum Beispiel. Und weil das ein großes Thema war, habe ich dann so Tastaturbelegungen definiert. Dann gibt es zum Beispiel die Tastaturbelegungen für die Leute, die die Keramik analysieren. Die können dann beispielsweise Alt 9 drücken und dann haben sie das Piktogramm einfach schon im Text oder auf der Karte visualisiert. Und das Unicodes basiert ist, kann man es eben auch kartieren, beispielsweise mit GIS oder mit irgendeinem Programm oder mit Word oder Excel und so weiter. Und da muss man dann einfach, statt Deutsch, Französisch, muss man dann einfach Diglu auswählen. Eben Anwendung. Es muss im Text funktionieren, deshalb Strichdicke und so weiter, Form entsprechend der Buchstaben oder umgekehrt. Also wenn man die Augen so ein bisschen zusammenkneift, sollte da jetzt im besten Fall kein zu starker schwarzer Punkt aufleuchten. Oder man kann eben auch Informationen vereinfachen, nämlich indem ich, gut, Becher ist noch die einfache Variante, aber Becher aus Glas mit Reliefdekor wäre dann für mich dieses Zeichen. Und natürlich sehr abstrakt, aber die Archäologen, die arbeiten täglich damit, das ist ihr Daily Business. Das lernen die einmal und kennen das dann, also kennen die Sprache dann auch. Oder in der Archäologie ist es sehr oft, wir gehen in die Türkei, wir arbeiten mit lokalen Leuten zusammen. Die Sprache ist immer ein Thema, wenn man dann in der Kiste Knochen halt eben Keramik findet, dann ist es tragisch, weil die kann man dann nicht mehr verorten zum Beispiel. Deshalb haben die dann auch die Piktogramme ganz unabhängig von mir so genutzt, dass sie das einfach wie so als eine Art visuelle Legende verwendet haben. Oder eben natürlich auf Karten. Oder eben komplexeren Visualisierungen. Wie hier, das ist eine Visualisierung von einem Palastgebäude. Und all diese Module sind Räume und die darin vorgefundenen Funde und Befunde. Oder eine Harris-Matrix, das ist eine sehr spezifische Darstellungsform für Archäologen. Das sieht dann so aus. Und bis anhin arbeiten die nur mit Zahlen. Jede Zahl ist eine Schicht, also eine archäologische Schicht. Und also ihr müsst vorstellen, das ist nur ganz ein kleiner Teil. Das sind riesige Visualisierungen. Und das ist alles nummeriert. Also wenn kein Mensch weiß, was 27 ist, dann muss ich das irgendwo nachschauen und sehen, ah, das ist jetzt eine Stein oder ein Sediment. Oder eine Begehungsfläche und so weiter. Aber dadurch, natürlich ist es sehr stark reduziert und sehr wenig Information, im Gegensatz zu einem Plan oder einer Zeichnung oder einer Fotografie. Aber man weiß zumindest, hey, auf der Ebene offenbar befinden wir uns auf einem Boden und hier hat es dazwischen Mauern.
Und alles, was da drüber ist, ist einfach das Dach, das drauf gefallen ist und so weiter. Man kann sich zumindest ein bisschen orientieren daran. Und für die Benutzung ist natürlich wichtig, dass es auch wie so eine Art, wir nennen das aus der Typografie Specimen, also so ein Handbuch hat, wie man das nutzen kann, weil ich auch gemerkt habe, dass die Anwender eigentlich uns auch als Ideenfinder brauchen, weil sie uns, oder weil wir zusammenarbeiten und wir uns dann gegenseitig inspirieren. Die haben ein Bedürfnis und ich gebe ihnen dann Ideen, wie sie das nutzen können. Und deshalb ist so ein Handbuch eigentlich ganz oder zwingend notwendig. Und deshalb komme ich eigentlich schon zum Schluss und behaupte, dass meine Schrift oder diese Piktogramme eben Informationsdesign ist oder eben auch ja, Schrift und dass sich das verbindet. Und ich glaube, in der Zukunft, und das ist eigentlich so das Projekt, das wir, wo wir jetzt gerade dran sind, würden wir das Projekt eben gerne über die Archäologie hinaus anwenden, nämlich beispielsweise, weiß ich nicht, in der Biologie, in der Medizin, in der Architektur. Wir machen jetzt gerade ein Projekt und ein Buch, wo es um so Wirtschaftsmodelle geht, wo wir eben diese Schrift auch anwenden, mit dem Ziel, dass der Nutzer dann dies vielleicht in einer PowerPoint-Präsentation ebenfalls wieder verwendet und der Nutzer diese Codes einfach kennt irgendwann mal und dann wieder mitarbeiten. Und das ist dann wie so eine neue Schrift, eine neue Sprache eigentlich. Ja. Merci beaucoup.